Ostern steht vor der Tür und mit der Osterzeit erwacht die Natur zu neuem Leben. Krokusblüten säumen die Wiesen und machen die kalte, beschwerliche Winterzeit vergessen. Ostern. Für viele besteht das Fest aus Osterhasen, bunt bemalten Ostereiern und ganz viel Schokolade. Zugegeben ist es das, worauf es Ostern wirklich ankommt, aber ist es auch das, was Ostern ausmacht? Wir haben uns in der Flensburger Innenstadt umgehört. Was wird Ostern gefeiert? Dass Gott oder Jesus aufgestanden ist. Ja. Gut, die Kleinsten sind vorbereitet für das Osterfest, aber sind es die Großen auch? Wann wird Ostern eigentlich gefeiert? Naja, Ostermontag, beziehungsweise Ostersonntag. Am ersten Ostertag feiern wir. Sehr gut, aber das war es nicht ganz genau, wonach wir fragten. Also nochmal. Ist das immer der gleiche Sonntag? Das ist hier die Frage, richtig? Dass das gleiche Datum ist. Oha, das ist jetzt natürlich wirklich ein bisschen peinlich, ne, dass man das gar nicht richtig weiß. Das ist immer der letzte Sonntag im... Das hat nichts mit dem... Das irgendwie März. Ist das gesetzt mit Himmelfahrt und so weiter. Und dementsprechend schaltet sich das, aber fragen Sie mich nicht. Ostersonntag fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Frühestens auf den 22. März und spätestens auf den 25. April. Ganz schön schwierig. Wenden wir uns lieber den wichtigen Fragen zu. Geschenke. Was verschenkt man zu Ostern? Keine großen Geschenke. Wir haben nicht Weihnachten. Es gibt Süßigkeiten und vielleicht ein kleines Buch zum Lesen. Am ehesten finden Sie Schokoeier. Ne? Ja, also eigentlich gibt es bei uns weiter nichts. Normale Eier machen wir nicht, Schokoeier. Und der Lenny, der wird wahrscheinlich ein Lego finden, ein kleines. Gut, dass wir da nochmal nachgefragt haben. So gut vorbereitet können wir mit gutem Gewissen in das Osterwochenende gehen.